Ich habe gefragt, warum sollen wir überhaupt bereuen, wenn wir doch sowieso zur Sünde zurückkehren? Die Antwort ist leicht. Weil, wenn du bereust, hat die Reue Bedingungen. Es gibt Bedingungen für die Reue. Welches sind diese Bedingungen? Erstens, dass du bereust, was du getan hast. Dass du bereust, was du getan hast. Nicht, dass du vielleicht Sünder gemacht hast und sagst, war das schlimm. Und du lachst dabei. Du musst das bereuen im Herzen, was du gemacht hast. Das heißt, du musst im Herzen verstehen, dass das, was du gemacht hast, falsch war. Und das ist das Gewaltigste bei der Reue, wie Ibn al-Qayyim sagt. Dass dein Herz versteht, dass es falsch gehandelt hat. Das ist das Gewaltigste bei der Einhaltung der Bedingungen. Zweitens, nachdem du bereut hast, musst du die Sünde hassen. Du, haben wir gesagt, das Zweite ist, du hörst mit der Sünde sofort auf. Und die dritte Bedingung, du kehrst nicht wieder zu der Sünde zurück. Das heißt, alle deine Zigaretten, die du zu Hause hast, schmeißt du wo rein? In die Mülltonne. Aber nicht zu Hause oben in deiner Mülltonne, sonst nachts stehst du auf und grabst nach diesen Zigaretten. Sondern du schmeißt sie unten rein, wo es dir peinlich ist, vor den Nachbarn in einen Mülleimer reinzuspringen. Du schmeißt alles, was du an Zigaretten, an Haram zu Hause hast, weg, um Allah zu zeigen, ich kehre nicht wieder zu der Sünde zurück. Deswegen, liebe Geschwister, wir haben immer noch nicht die Antwort gegeben. Warum soll ich bereuen, wenn ich sowieso sündige? So sagte Yahya ibn Mu'ad, rahmatullah alayh. Er sagte, La a'ud la'alli an amut qabla an a'ud. Er sagte, ich werde mit der Sünde aufhören. Bitte achtet auf diese Wörter von diesem großartigen Gelehrten Yahya ibn Mu'ad, einer der Tabi'in. Er sagte, ich werde mit der Sünde aufhören, denn wenn ich für diese Sünde bereut habe und aufrichtig gegenüber Allah gewesen bin, dann wird Allah vielleicht mich in diesem Zustand sterben lassen, wo ich beabsichtigt habe, nicht wieder zu der Sünde zurückzukehren. Auch wenn ich später zurückgekehrt wäre, Allah rechnet mich ab, als ob ich niemals zurückgekehrt wäre, weil zu dem Zeitpunkt war das meine Absicht. Allah Akbar. Habt ihr das verstanden? Das heißt, unsere Absicht, wenn wir bereuen, dass wir nie wieder zur Sünde zurückkehren, es kann sein, dass Allah Azza wa Jal in dem Moment deine Seele nimmt. Ja Allah, was für großartige Leute uns die Religion beigebracht haben. In dem Moment, wo du gesündigt hast, du sagst, ja Allah, vergebe mir alle meine Sünden. Ja Allah, lass mich nie wieder zu den Sünden zurückkehren. Ja Allah, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich hasse es, ein Sünder zu sein. Du hast so viele Diener, ja Allah, aber ich habe nur einen einzigen Herrn. Ja Allah, lass mich nicht zu den Sünden zurückkehren. Vielleicht lässt Allah dich dann in so einem Moment sterben und du kehrst zu Allah zurück, als ob du nie wieder zu der Sünde zurückgekehrt wärst, obwohl im Leben wärst du wieder zu ihr zurückgekehrt. Mafhum? Alhamdulillah.